Teil der Ökonomien des Handelns, Recht, behandelt auf der einen Seite natürlich die Fragen des Rechts, also die tatsächliche Frage, was ist denn eigentlich Recht? Im Unterschied zum ersten Teil der Trilogie Kredit, wo wir uns mit Fragen der Zeit beschäftigt haben, haben uns bei Recht vor allem Fragen des Raums interessiert. Also quasi Fragen der Grenze, der Gültigkeit von Rechtssystemen, sei es geografische Grenzen oder eben auch Grenzen innerhalb der Gesellschaft zwischen verschiedenen Menschen, die durch niedergeschriebenes oder auch nicht niedergeschriebenes Recht definiert werden. Wo Grenzen aufgehoben worden sind, zugleich neue Grenzen geschaffen worden. Und zwar nicht nur an den Außengrenzen, und das scheint mir ein wichtiger Aspekt für den Begriff der Grenze. Also an den Außengrenzen ist es sozusagen die klassische territoriale Grenze. Aber die Grenze wurde zugleich neu konstituiert, erfunden, und sie wurde fließend. Und es ist eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Nadar und mit einer ganzen Reihe von Rechtswissenschaftlern. A global legal order, or sort of the constitution of how we want to live henceforth, is such a complex matter and has so much to do with contradicting interests and pre-existing hierarchies that I'm not sure that could be properly taken account of by a performance or a piece of music. A text is the one thing that I can do. If anything, I can write a text. An opera could combine both. Im Film selber sieht man wieder 24 Stunden abgebildet, wie im ersten Teil Kredit. Diesmal nicht in Frankfurt, sondern auf einer Insel in der Mosel vor dem Dorf Schengen, das den sogenannten Schengen-Verträgen den Namen gegeben hat. Und auf dieser Insel, auf der Frankreich, Luxemburg und Deutschland zusammenstoßen, treffen sich für 24 Stunden sechs Rechtswissenschaftler. Yeah, but what's wrong with power? Nothing. Nothing is perfect. Nothing and everything. But sooner or later, it will meet power. It will touch power. It will be infected by power. It will infect power. In the end, I think we don't need to come to kind of a constitution formulated on an island by a couple of so-called intellectuals. Let's be honest, that is far beyond our possibilities. Auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe von 8 Musikern, die permanent diesen Film entweder musikalisch kommentieren, ergänzen, aber auch immer wieder für die Leute im Film scheinbar Musik spielen und merkt aber genau dadurch immer wieder die Undurchdringbarkeit der Grenze zwischen dem Film und der Bühne. Who is weak? Who is wrong? Who is for and who's against the law? On this side of the law, on that side of the law. Who is right? Who is wrong? Who is for and who is against the law? Am Schluss der 24 Stunden kommen die Rechtswissenschaftler dazu, eine Art Manifest zu verfassen, das sie dann auch in einer roten Mappe hinterlegen. Diese rote Mappe ist schon aus dem ersten Teil der Ökonomie des Handelns aus Kredit bekannt, und jetzt in Recht spielt sie eben die Rolle des Mediums, in dem dieses Manifest der Rechtswissenschaftler aufbewahrt und dann auch abgeholt wird von einem Messenger, der diese rote Mappe dann ins ewige Eis tragen wird.